abzustellen. Mama! Papa! Was soll das Geschrei? Andy und Howie, sie sind mir nachgelaufen. Sie haben mich festgehalten und mein Taschenmesser geklaut. Was zum Teufel ist los mit dir? Wenn du das zulässt, werden sie das immer wieder tun, bis nichts mehr da ist. Ich hab dir das Messer gegeben. Du musst darauf aufpassen. Das ist deine Aufgabe. Ich rede mit ihren Eltern. Gar nichts tust du, Sophia. Ach, willst du deine Mama für dich kämpfen lassen, Junge? Jetzt geh und hol dir zurück, was dir gehört. Vorher möchte ich dich in diesem Haus nicht sehen. Wow. Heftig. Alter. Was? Alter, wer hätte es gedacht? Ich bin gerade völlig geflasht. Wer hätte gedacht, dass Wolfenstein so viel Emotion stecken kann? Das ist echt heftig. Tante Williams Brief, liebster Rip. Ich hoffe, du hältst durch und kooperierst mit unserer neuen Verwaltung. Ich muss sagen, dass die Dinge im Moment sehr gut für uns stehen. Das Regime hat deinem Onkel einen neuen Arbeitsplatz versprochen, als Hausmeister in der neuen Zentrale der Spezialeinheiten im Stadtzentrum. Er ist unheimlich aufgeregt. Die neue Stelle unterscheidet sich zwar sehr von seinem Posten als Maschinist, den er vor einigen Jahren innehatte, bevor er entlassen wurde, aber sie reicht zum Leben. Und wie geht es Sophia? Ich kann mir vorstellen, dass sie aufgrund der neuen Umstände große Sorgen macht. Das Regime macht angeblich Jagd auf Abweichler. Ich wette, wenn sie kooperiert, wird alles gut. Wie dem auch sei, ich hoffe, dass wir dich in diesem Sommer wieder besuchen können. In Liebe, Tante Wilma. Okay. Fahrkarte. Lucy Cell. Maschinenkommandant Wechslerbrief. Herr Rip Blaskovic, vielen Dank für Ihre Bereitschaft, mit uns zusammenzuarbeiten. Je mehr Informationen Sie uns über Abweichert, deren Aufenthaltsort und Ähnliches geben können, desto höher ist die Belohnung für Ihre Loyalität. Möglicherweise wartet sogar ein neues Haus auf Sie. Sobald werden zahlreiche Häuser leer stehen, in die all jene einziehen können, die sich uns gegenüber loyal erwiesen haben. Ich werde mich mit diesem Frank und diesem Archibald, ich werde mich um diesen Frank und diesen Archibald kümmern, die von Ihnen Probleme bereitet haben. Ich freue mich darauf, bald wieder von Ihnen zu hören, Herr Blaschkowitz. Mein Kanzler, Maschinenkommandant Erik Wechsler. Okay, also unser Vater hat praktisch alle verpfiffen, die Abweichler waren sozusagen, oder vielleicht auch sogar einfach nur ihm im Weg gestanden haben. Feuerstelle. War gerade noch ein Zeitungsausschnitt. Ausschnitt aus einem alten Zeitungsartikel. Von London. Kann man das ja irgendwo sehen? Na gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh fuck. Selbst verrottend im Grab wäre ich ein besserer Vater als du. Stark, oder? Sebastian Dunn. Spielzeug? In Manhattan? Ja, wie viel haben wir denn schon übersehen? Krass. Notiz des jungen Billy.
Das Papier ist blutbefleckt und zerknüllt. Ich schwöre, ich werde ein guter Junge sein. Ich werde meinem Vater gehorchen. Ich werde mein Zimmer aufräumen. Ich werde das Geschirr abspülen. Ich werde mich wie ein Mann verhalten. Ich werde mein Volk nicht entehren. Dieser Text wurde von einem Erwachsenen geschrieben. Billy Blazkowicz, der Name wurde von einem Kind geschrieben. Oh, krass. Okay, was haben wir jetzt? Nein, Spiel! Nein! Spiel! Er hat nur White K-Stamp. Nein! Spiel! Okay. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Aufnahme. Bis gleich! So, da sind wir wieder. Das Spiel war gerade gecrashed. Wir müssen jetzt wahrscheinlich alles nochmal einsammeln, was wir. Oh, falsche Taste. Was wir hier gefunden haben. Und dann hoffe ich mal, dass das Spiel nicht wieder crasht. Bei dem Versuch, unten das Gold einzusammeln. Was ich aber unbedingt haben möchte. Weil es gibt nämlich geile Artworks. Ich meine, wenn es nicht geht, können wir es liegen lassen. Ich mache sowieso für mich noch einen zweiten Durchlauf. Alter. Die hatten wir die vorhin? Hector Silver, nein, die haben wir übersehen. Also ihr habt die übersehen, ich nicht. So. Das denn? Wie gesagt, ich mache, ich weiß nicht, ob ich den aufnehme, wahrscheinlich nicht, weil der wird ewig dauern, der zweite Durchlauf. Da will ich wirklich alles finden. Außer man kann sich die Level dann nochmal angucken. Wir sind wieder in dem Keller des Grauens. Selbst verrottend im Grab wäre ich ein besserer Vater als du. Ja, definitiv, Blazkowicz. Sebastian Dunn, den hatten wir schon. Gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Eine Waffenverbesserung. Mal eigentlich gleich benutzen. Schockhammer. Rotor? Der Rotorverbesserung lädt alle drei Läufe des Schockhammers und feuert sie anschließend für maximalen Schaden gleichzeitig ab. Okay. Weiter das Magazin. Querschläger. Granatsplitter. Okay, das ist das mit der gelben Munition aus dem ersten Teil. Handgranate. Splitterung in die Würze, Feuerball innerhalb eines Wirkungsfeldes, elektromagnetisch. Ah, das ist für die neuen Gegner. Das ist wahrscheinlich der Elektromagnet. Aber ich würde vielleicht erstmal die Pistole. Und zwar. Der Rückstoß lauter. Aber wir haben ja den Schalldämpfer. Die doppelte Magazinkapazität, die nützt uns jetzt so eigentlich nicht viel. Können wir ein- und ausschalten, das Scharfschützengewehr? Also cool. Das Zielfernrohr mit C. Dürfen wir nicht vergessen. Ja, wir lesen das auch mal wieder. Zack. So. Ja, geht. Unsere Eltern. Ja, sieht schon alles echt nice aus hier. Muss man mal sagen, also Respekt. Auch nicht abgeschmiert. Weiter. So. So, dann wollen wir mal nach oben ins Haus gehen. Müsste ja das Schlafzimmer der Eltern auf jeden Fall sein. Weiß gar nicht, haben die ein neues Haus gekriegt? Hat er genug Leute verraten, um ein neues Lernhäuser zu kriegen? Oh, das ist unser Kinderzimmer. BB Pellets ansehen? Was ist das? Sohn, ich habe versucht, vernünftig mit dir zu reden. Ich habe bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag versucht, es dir einzubläuen.
aber nichts funktioniert. Jede Nacht wächst du mich mit diesem Lärm auf. Egal wie oft ich es dir sage, im Keller gibt es keine Monster. Sie sitzt ja auf dem Bett. Nachts sehe ich sie. Ganz klar vor mir. Sie kommen, um Mama zu töten. Gut. Dann machen wir Folgendes. Nimm die hier. Wow. Wir beide gehen jetzt runter in den Keller. Und wenn Monster auftauchen, erschießen wir sie. Direkt zwischen die Augen. Manchmal ist es am besten, sich Problemen direkt zu stellen. Verstehst du das? Ja, Papa. Sophia, bist du dabei? Siehst du sie? Nein, Papa. Die Monster sind weg. Ja, ich glaube, wenn du nichts Schlimmes tust, kommen auch keine Monster, mein Sohn. Haben sie wohl ein für alle Mal verscheucht, was? Kann ich die Waffe behalten? Ja, der schläft mit der Clara im Bett. PP Ballet, das ist Munition. Ist da gerade? Larry Johnson. Starker, da gibt es ja viele. Martilin. Meine Güte, ey. Ja, das war unser Zimmer. Was ist das? Verschmiertes Handtuch. Kleidung. Frauen, sieht aus wie Frauenkleidung. Ist hier jemand eingenistet eventuell? Okay, bevor wir die aufmachen, gehe ich mich erst einmal kurz. Gehe schon mal kurz durch, weil hier gibt es echt eine Menge zu sehen. Ich will nur nicht, dass wir irgendwas übersehen. So ein ganz schnelles Durchgehen, da hoffentlich, dass hier vielleicht ein paar Artworks liegen. Was ist denn? Eine Schachtel, vielleicht eine Keksdose, könnte es auch sein. Verwelkte Rosen, oder? Sind das Rosen, ja. Hallo? Echt, es ist echt krass, wie das hier aussieht. Also Respekt. Absoluter Respekt an die, die das gemacht haben. So viele Details, die hier einfach drin stecken. Und vor allen Dingen sind das ja, wenn man das so, die Texturen allerdings, wenn man das so sieht, das sind ja vielleicht alles so Sachen, die wurden modelliert und wurden Texturen draufgepackt und alles. Da steckt Arbeit drin und das alles nur für hier. Wenn wir so einen Ventilator noch mal sehen werden. Weißt du, was ich meine? Das ist alles nur, damit das hier echt gut aussieht und sowas lobe ich halt echt in den Himmel. Es gibt viele Studios, die lassen dann sowas komplett weg, weil das einfach zu viel Arbeit ist, aber es muss einfach sein, damit so ein Spiel wirklich atmosphärisch wird. Einmal frei. Ich würde gerne wissen, wer. Hier war doch jemand. Ich würde sagen, hier war auch jemand, nachdem das Haus verlassen wurde. Okay, gut. Ab geht's. Wir verlassen das Level. Have you taken your German lessons? There you come, Dad. Oh, vielen Dank.